Hallo und herzlich willkommen zum Remake von Kindern. Wir spielen jetzt hier weiter. Wir waren an der Bushaltestelle, haben unser Geheimversteck ein bisschen erkundet, mit ein paar Leuten geredet. Und ja, jetzt kommt der Bus gleich, aber vorher können wir nochmal schauen, was mit den Equipment, Ability, das sieht man hier, beziehungsweise sieht man nicht. Equipment vielleicht, jetzt bin ich, nein, muss man immer etwas aufpassen. Equipment, ja. Was ist da so? Ja, der hat Shunsuke. Der hat so eine Kinderschere und einfache Klamotten. Ja, die sie überall verkaufen. Und was hat die gute Mami so? Die hat eine Schultasche. Die hat alle Bücher da drin. Das ist dir schwer. Naja, Attack, Defense, Spirit und Agility. Das sieht jetzt nicht so großartig aus, wenn man das dann mal vergleicht. Also der hat bei allem 7, die hat zwischen 9 und 8. Aber Spirit fällt bei ihm schon auf, dass er eben 18 hat. Also einen sehr großen Wert für den Anfang. Naja, und sie hat eben als Item ihre schwere Schultasche. Also das könnte im Kampf, wenn denn mal einer kommt, recht wichtig werden. Das behalte ich mal so im Hinterkopf. Und jetzt fahren wir Bus. Was ist denn mit dir passiert? Hallo? Ich schlafe, bis der Bus kommt. Ich werde heute Bus fahren. Egal was. Na, das nenne ich mal Hartnäckigkeit. Einmal bin ich in einen Bus gefahren. Ach so, wenn ich erstmal Bus fahre, dann kann ich heiraten. Spoiler, das wird er niemals. Also merkt euch, wenn ihr nie Bus gefahren seid, dann könnt ihr auch nie heiraten. Wann kommt denn jetzt der verdammte Bus? Haben wir ihn einfach schon verpasst? Sollte bald kommen. Naja, ich gehe jetzt. Okay, vielen Dank. Kein Problem. Tschüss. Ah, der ist früh dran. Ja, okay, tschüss. Bis später. Und jetzt fahren wir, ja, also fahren wir zu Großmama und Großpapa. Ich war noch nie vorher bei ihnen gewesen, aber sie waren nett und ich hatte viel Spaß. Ich hatte eine tolle Zeit, jeden Tag, den ich da gewesen bin. Aber ich wusste die Wahrheit nicht. In blutroten Buchstaben. Und wir sollen uns nochmal erinnern? Gut, ich würde sagen, dann erinnern wir uns wieder hier. Weil das davor... Oh oh. Oh oh. Warum? Das Spiel nimmt mir immer das Wort aus dem Mund. Warum würdest du...
Warum? Hä? Oh. Junge, willst du es nicht, weißt du nicht genau warum? Oh. Blutiger Mann, oh. Also wir sind jetzt nicht dieser Junge, oder? Armes Ding. Wirst du mich töten? Naja, offensichtlich. Offensichtlich. Ich habe für deinen Schmerz und deine Sorge nichts getan. Meine natürliche Bestrafung. Aber sag mir dies, bevor ich gehe. Sag mir. Ja. Es ist zu spät. Irgendwie wurde ich daraus nicht so recht schlau. Wer war der Junge? Also der Junge war wohl der aus dem Traum und nicht Shunsuke selber. Naja, mal weiterschauen. Ah, da ist Shunsuke. Huh, ich bin zurück. Ja, das scheint die Bushaltestelle zu sein, aber die Umgebung hat sich so ein klitzekleines bisschen verändert. Das ist meine Stadt, oder? Also, warum? Das sieht vollkommen anders aus. Ja. Ja. Vielleicht liegt es an mir. Natürlich, du bildest das alles nur ein. Ja, das ist es. Ich werde nach Hause gehen. Ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause. Kinder machen das die ganze Zeit. Das ist so ein... Das nervt einen. Nervt total. Die Klingelstreich. Oder zu sagen, dass sie zu Hause sind, wenn sie zu Hause sind? Sind sie ausgegangen? Hä? Die Tür ist nicht verschlossen. Das ist einfach nur verantwortungslos. Ah! Oh! Irgendwas ist... Oh! Ich weiß nicht, was das für ein... Ja, was war das, ein Kopf? Warum? In meinem Haus? Es ist furchtbar, Mami. Ich habe einen... Hä? Mami? Oh, die hat uns angegriffen. Was machen wir da?
Ja, ich wüsste ja, ich probiere es mal mit Enter. Leertaste. Irgendwie habe ich die Kampfregeln in diesem Spiel nicht ganz durchschaut. Kann man auch auf Escape? Was, Mami? Oh, aufhören, Mami. Ja, wie greife ich denn jetzt an? Ryu! Ah, unser Freund. Hey. Was? Mami ist mit Blut bedeckt, ihr Kopf auch. Nein, das ist nicht Mami. Ich weiß nicht mehr weiter. Ja, was ist da passiert? Bist du in Ordnung, Ryu? Ja, es geht mir gut, aber du bist verletzt. Ich denke, es wird in Ordnung kommen. Aber wenn du nicht gekommen wärst, dann... Ich dachte, dass du aufgezogen würdest oder sowas. Also bin ich rübergerannt und... Ich hatte auch wirklich Angst. Da ist irgendwas. Irgendwas falsch mit dieser Stadt, oder? Ja, das denke ich auch. Warum sagst du das, Shinsuke? Ich bin gerade von meiner Oma und meinem Opa zurückgekommen und aus dem Bus gestiegen und habe gefühlt, dass etwas falsch war. Dann, als ich die vordere Tür geöffnet habe... Der Kopf einer Frau ist auf mich gefallen. Dann Mami, oder was auch immer das war, hat mich angegriffen. Was hast du gemacht, Ryu? Als ich heute Morgen aufgestanden bin, war niemand zu Hause. Und als ich nach draußen gegangen bin, tja. Tote Menschen. Hä? Ich habe Menschen gesehen, blutend und die bewegten sich nicht. Tonnenweise. Oh. Leichen in der Stadt?
Warum? Wer wusste, was so gefährlich hier war? Oder wer könnte es wissen? Dann hatte ich wirklich Angst, also habe ich mich im Geheimversteck versteckt. Und da waren ein paar andere Kinder, wie ich, die sich auch dort versteckt haben. Ich kannte sie nicht alle, aber ich war erleichtert. Oh, und Sayaka war da. Sayaka, das ist gut. Ja, du solltest auch zum Geheimversteck gehen. Okay, ich glaube, das ist sicherer, als hier zu bleiben. Richtig. Warte. Wenn das Ding im Haus war, dann wäre es meiner Mutter sicher aufgefallen. Ah. Sag mir nicht, das war... Wo zum Geier sind wir? Ja, wieder mal von... Okay. Die Parkkonstruktion ist jetzt beendet. Keine Erwachsenen sind dort erlaubt. Gut, kein Problem. Dann können wir ja hier weitergehen. Was ist das hier? Ein süßes kleines Kätzchen, oder? Cheese. Ach, die von der Chi. Die sagt auch miau, miau, miau. Es wird mich hier ja nicht überraschen, wenn die anfangen wird zu sprechen. Also sagen wir. Hier sind ein paar Ratschläge, um das wieder gut zu machen. Aber das ist für den Spieler, also. Beachte mich einfach nicht, Shunsuke. Ja, okay. Okay, das haben wir schon mal gehört, ganz am Anfang von Chi selber. Also die Katze taucht hier überall auf. Oder... Ich weiß nicht, ob sie überall auftaucht. Jedenfalls wird sie überall auftauchen. Und ja, und uns immer wieder sagen, dass wir oft speichern sollen. Und ich denke, das mache ich jetzt auch. Aber erstmal, ja, jetzt hat das Spiel doch etwas an Fahrt aufgenommen und doch etwas mehr. Und ist doch etwas mehr das Horrorspiel, das es sein soll, aber das dachte ich mir ja schon, dass das spätestens im dritten Teil passiert. Also sage ich, ich verabschiede mich und tschüss.